Sache Ablenkung, vor allem durch das Handy. Die Innenminister der Länder wollen jetzt durchgreifen. Wie? Dazu Sebastian Honekamp. Kostenlos ist der Blick aufs Wetter und dazu noch schön, denn es wird wieder sommerlicher. Tschüss und bis bald. Drückt schon bei der Begrüßung aufs Tempo, wie Christina Lewinsky zeigt. Keine Entwarnung gibt es für die Hochwassergebiete in Deutschland. Dauerregen und Schneeschmelze haben die Pegelstände dramatisch steigen lassen. Keller stehen unter Wasser, Straßen sind überschwemmt, die Anwohner besorgt. Und der Schiffsverkehr ist auf einer Strecke von 180 Kilometern komplett zum Erliegen gekommen. Mehr dazu von Christoph Hipp. Brieftauben züchten. Ein ödes Hobby für steinalte Rentner. Von wegen. Die gute deutsche Brieftaube kann ihren Besitzer steinreich machen. Denn die Chinesen fliegen wie wild auf unser flottes Federvieh und zahlen schon mal einige 100.000 Euro für ein einziges Flugexemplar. Auf der weltgrößten Brieftaubenausstellung in Dortmund tummelt sich also jede Menge reicher Besuch aus dem Reich der Mitte. Stefanie Rahn. Mehr Football gibt es aber schon ab 18.30 Uhr auf Pro7 Max mit dem Spiel der Buffalo Bills bei den Jacksonville Jaguars. Und hier geht's jetzt weiter mit den Simpsons. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und bis bald.